Charles Taylor ist kein Theologe, sondern ein Philosoph, ein zeitgenössischer Philosoph. Aber er ist für mich als Theologin trotzdem ausgesprochen interessant und ich glaube, dass er uns Glaubenden aller Couleur etwas zu sagen hat. Ich werde jetzt nicht über das gesamte Werk von Charles Taylor reden, sondern deswegen auch nur über diesen einen Aspekt, den ich bei ihm besonders interessant fand. Charles Taylor hat 2007 ein großes Werk geschrieben, A Secular Age. 2009 ist es auf Deutsch erschienen, ein säkulares Zeitalter. Und er befasst sich dort mit dem, was er nennt, die veränderten Bedingungen des Glaubens. Er zieht eine große Linie über mehrere Jahrhunderte der abendländischen Geschichte, um zu zeigen, wie sich die Bedingungen des Glaubens verändert haben. Und für mich war das ein Schlüssel, weil er von den Bedingungen spricht und nicht einfach vom Glauben selber. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann Sie langsam nicht mehr hören. Diese Umfragen, glauben Sie an Gott? Und dann sagen die Leute ja, nein, vielleicht oder auch etwas anderes. Und man hat den Eindruck, es werden halt immer weniger. Das gilt jetzt nicht global. Global wächst das Christentum und der Islam. Aber für unsere Breitengrade hier gilt es, die, die sagen, ja, ich glaube in der einen oder anderen Form an Gott, werden weniger. Und dann ist die Gefahr, dass man sich entweder depressiv zurückzieht, wir machen irgendwas falsch, die Leute kommen nicht mehr zu uns, oder dass man aggressiv reagiert, die wissen halt nicht mehr, was gut und richtig ist, die Zeiten werden immer schlechter. Und dieser Früher-Heute-Vergleich, früher haben die Menschen geglaubt und heute tun sie es nicht mehr, der stimmt so einfach nicht. Und das habe ich bei Charles Taylor gelernt. Warum stimmt der nicht? Auf der ersten Ebene stimmt er natürlich schon, wenn Sie die reinen Zahlen anschauen. Wenn wir die Möglichkeit hätten, eine Zeitreise zu machen und in den Mittelmeerraum des ersten Jahrhunderts zu gehen und den dortigen Bewohnern ein Mikrofon unter die Nase zu halten mit der Frage, glauben Sie an Gott? Dann würde wahrscheinlich niemand sagen, nein, ich glaube nicht. Weil der Glaube an Gott etwas Selbstverständliches war. Damit war noch nicht klar, an was für einen Gott man glaubt. Und es war auch noch nicht klar, was das für das Leben bedeutet und ob es überhaupt etwas bedeutet. Aber es war klar, dass wir in einer Welt leben, die gewissermaßen nach oben offen ist oder porös ist, könnte man auch sagen. Eine Welt, in der transzendente Mächte, Gott, Götter, Engel, Dämonen, Schicksalskräfte, Gestirne einen Einfluss auf uns haben. Die Welt war nicht in sich geschlossen, sondern es gab diese Wechselwirkung. Eine Welt, in der deswegen es auch keine rein natürlichen Phänomene gibt, sondern Gott ist auch hier immer selbstverständlich dabei, sei es bei Naturkatastrophen, sei es bei politischen Entscheidungen. Unsere moderne Unterscheidung beispielsweise zwischen Kirche und Staat, zwischen Religion und Politik, gibt es in dieser Form nicht. Ich bin ein bisschen vorsichtig, wenn man beispielsweise mittelalterlichen Fürsten vorwirft, dass sie religiöse Argumente benutzen, aber eigentlich nur ihre Politik verteidigen wollten. Weil wir eine moderne Unterscheidung einführen, die sie vielleicht gar nicht gemacht haben, nämlich zwischen Religion und Politik. Wir haben also, wenn man Charles Taylor glauben will, über lange Strecken der abendländischen Geschichte eine Welt, in der Religion, in der der Glaube an Gott, in der die Transzendenz ganz selbstverständlich überall dabei ist. Es gibt keinen davon ausgesparten Bereich. Man könnte es ein bisschen zuspitzen und sagen, deswegen ist Religion hier gar nicht eine Form der Deutung der Welt, sondern sie liegt allen Deutungen noch voraus. Ein bisschen so, wie ich vermute, dass Sie heute alle davon ausgehen, dass die zwei Beiner mit zwei Augen und zwei Ohren und einer Nase, denen Sie begegnen, Menschen sind wie Sie und ich. Man kann natürlich davon ausgehen, dass es in Wirklichkeit entweder Außerirdische sind, die aussehen wie Menschen, oder dass es uns in Wirklichkeit alle gar nicht in dieser Form gibt, sondern dass wir Gehirne sind, die in einer Nährlösung schwimmen und die gerade stimuliert werden, sich vorzustellen, dass sie einen anderen Menschen vor sich haben. Aber ich vermute mal, abgesehen von philosophischen Seminaren oder dem Kino, geht niemand von Ihnen tatsächlich davon aus, dass es die Welt, in der Sie leben, nicht gibt und dass die, denen Sie begegnen, die aussehen wie Menschen, allesamt keine Menschen sind. Das ist also nicht eine Deutung der Welt, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit, die dieser Deutung vorausliegt. Und diese selbe Selbstverständlichkeit hat irgendeine Form von Transzendenz, von Religion, von Gottesglaube über eine lange Zeit. Und jetzt beschreibt Taylor, wie sich das verändert, wie es zu der Veränderung dieser Selbstverständlichkeit kommt und zu dem, was er die Entstehung des sogenannten immanenten Rahmens nennt. Jetzt müsste ich hier eigentlich einen großen kultur- und geistesgeschichtlichen Bogen schlagen. Charles Taylors Buch ist im Original 800 Seiten dick, in der deutschen Übersetzung über 1000. Das werde ich also jetzt nicht tun. Wir müssten eigentlich über Konfessionskriege und die Aufklärung reden. Wir müssten über
politische Theorien reden über die Geschichtswissenschaften und die aufkommenden Naturwissenschaften. Ich will jetzt nur eine einzige Linie herausgreifen, beispielhaft. Man hat in der Reflexion des biblisch-christlichen Glaubens immer wieder darum gekämpft, die Gottheit Gottes zu wahren. Deutlich zu machen, dass Gott nicht ein Teil der Welt ist, dass er in dieser Welt antreffbar ist, dass er mit ihr in Kontakt steht, aber dass er mehr und anders und größer ist. Dass er sich zum Beispiel nicht einsperren lässt, dass ich nicht eine Hostie in meinen Kuhstall hängen kann, in der Hoffnung, dass meine Kuh dann besser kalbt, als sei eine magische Kraft in diesem Stück Brot. Schon das alttestamentliche Bilderverbot unterstreicht diese Andersheit und Unverfügbarkeit Gottes, und dieser Kampf war immer wieder zu führen. Glaubt man Taylor, hat dieser Kampf um die Gottheit Gottes, darum, dass Gott im Himmel ist und wir auf Erden, darum, dass die Transzendenz eben nicht dasselbe ist wie die Welt, dann aber historisch unbeabsichtigte Folgen gehabt. Wenn man es sehr vereinfacht sagen will, der Versuch zu verhindern, dass sich Gott und Welt vermischen, dass ich meine, Gott sei doch eine Kraft unter anderen in dieser Welt, das Religiöse sei irgendwie einfangbar, dieser Versuch hat zu einer faktisch immer stärkeren Trennung von Gott und Welt geführt. Gott soll groß gedacht werden, soll im Himmel gedacht werden, soll anders gedacht werden und rückt dadurch immer weiter weg. Er hat vielleicht die Welt noch erschaffen, er hat ihr eine Ordnung gegeben, aber man denkt zunehmend, dass er in diese Ordnung nicht mehr eingreift, dass er sich gewissermaßen die Hände nicht mehr schmutzig macht. Er kümmert sich nicht mehr persönlich um jeden Einzelnen und auch die gesellschaftliche Ordnung wird zunehmend nicht mehr als eine gedacht von Gottes Gnaden, sondern eine, die auf zwischenmenschlicher Übereinkunft beruht. Nur, wenn ich Gott so groß und so weit wegdenke, dass er sich an unseren Kleinigkeiten nicht mehr die Hände schmutzig macht, was unterscheidet einen solchen Gott schließlich und endlich von einem Gott, den es nicht mehr gibt? Die Grenze zwischen unserer Welt, der Welt, in der wir leben, und der Transzendenz wird nach und nach also undurchdringlich. Und dann kann man sich zum ersten Mal in unserer Geistesgeschichte eine Welt vorstellen, die ganz ohne diese Transzendenz auskommt, ganz ohne diese übernatürlichen Mächte. Wir brauchen die nicht mehr. Wir können die Welt auch so erklären. Wir können unsere Gesellschaft auch so strukturieren. Wir brauchen hier nicht mehr als Garanten der Moral. Wir können unsere Moral anders begründen. Das ist, wie gesagt, nur eine von den vielen Linien, die Taylor auszieht, um diese Entwicklung hin zu einem sogenannten säkularen Zeitalter deutlich zu machen. Also ein Zeitalter, in dem die neue Selbstverständlichkeit zunächst die eines solchen immanenten Rahmens ist. Man kann durchaus weiterhin davon ausgehen, dass unsere Welt sozusagen nach oben offen ist, dass es einen Gott gibt, der uns auf uns schaut, dass es eine Transzendenz gibt. Aber man muss es nicht mehr. Und vor allem ist es eben nicht mehr eine Selbstverständlichkeit, die allem vorausliegt, sondern es ist schon eine Deutung, über die man ins Gespräch kommen kann, über die man auch streiten kann, die manche vielleicht einsehen und manche nicht. Religiöse Weltdeutung ist jetzt als eine religiöse Weltdeutung überhaupt erst sichtbar. Und deswegen, Glaube ist eine Deutung und wird als eine solche erfahren, und Nicht-Glaube ist auch eine Deutung und kann als solche erfahren werden. Das ist eine interessante Linie bei Taylor, die dazu führt, dass Glaubende, Nicht-Glaubende, Andersglaubende aller Couleur in einer gewissen Weise Zeitgenossen sind, weil die Selbstverständlichkeit eines bestimmten religiösen oder nicht-religiösen Rahmens eben für niemanden mehr gilt. Und dann ist die Frage, glauben Sie an Gott, ja oder nein, tatsächlich viel zu einfach. Es gibt einen zweiten Aspekt, der mich bei Taylor auch interessiert, der hier sehr gut dazu passt. Das findet man bei ihm unter dem Stichwort der Authentizität. Wenn das so ist, dass wir nicht mehr in einem Blick auf Religion selbstverständlichen Rahmen leben, in dem alle von dem Gleichen ausgehen, ohne auch in der Regel nur darauf zu reflektieren, dann heißt das, dass es viel wichtiger ist als zu früheren Zeiten, was ich selber denke und wie ich zu einer Überzeugung komme, die ich auch selber vertreten kann. Und hier spricht Taylor von einer Kultur der Authentizität. Er macht sie zunächst fest in der Romantik. Dort entsteht sie eher als eine Elitenbewegung der Dichter und Denker. Und etwa seit den 1960er Jahren des 20. Jahrhunderts ist sie bei uns Teil der Massenkultur geworden. Für diese Kultur der Authentizität ist wesentlich die Idee, dass jeder von uns seine eigene originelle Weise des Menschseins hat. Das heißt nicht, dass man früher nicht
gemerkt hätte, dass es Unterschiede zwischen den Menschen gibt. Natürlich hat man das. Aber diese Unterschiede wurden nicht in derselben Weise qualifiziert. Erst jetzt geht es darum, dass ich mir treu bleibe, dass ich den Sinn meines eigenen Lebens finde, dass ich erfahre, was Menschsein für mich selbst bedeutet. Im Blick auf Religion heißt das dann, meine religiöse Auffassung muss mir etwas sagen. Sie muss in einer persönlichen Resonanz zu mir selber stehen. Das heißt, sie muss nicht nur wahr sein, sie muss nicht nur richtig sein, sie muss mir nicht nur von jemandem gesagt werden, dem ich glaube, sondern sie muss zu mir passen. Sie muss mein eigenes Selbstverständnis spiegeln. Vorrangig ist also nicht mehr die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Tradition, die Vorgabe einer Autorität, sondern zentral wird jetzt der eigene spirituelle Weg. Natürlich bleibt dieser Weg geprägt durch religiöse Möglichkeiten, die das Umfeld bietet und durch Erfahrungen, die ich mache und durch das, was andere sagen. Aber etwas zu glauben, nur weil es mir jemand vorgibt, ohne dass es für mich selber irgendeine Bedeutung hätte, das wird zunehmend unplausibel. Wohlgemerkt, das ist bei Taylor zunächst nur eine Beschreibung. Er beobachtet, dass das so ist und meines Erachtens kann man das tatsächlich sehr weitgehend nachvollziehen. Er sagt damit nicht, dass diese Kultur der Authentizität pauschal gut zu heißen sei. Also, alles, was ich richtig finde, ist auch richtig und ich lebe einfach so, wie ich will, weil es zu mir passt. Nur, das Erste, was er uns ins Stammbuch schreibt, ist eben, dass wir auf eine Bezugnahme auf diese Kultur der Authentizität nicht herumkommen. Es gibt keinen Rückweg in eine Welt, wo jemand eben Bauer wird, weil der Vater Bauer ist und weil irgendjemand den Sohn weiterführen muss. Es gibt keinen Rückweg in eine Welt, wo einfach klar ist, weil man zu glauben hat, weil man katholisch erzogen worden ist, katholisch getauft worden ist und dann gilt eben, was die Kirche sagt. Es gibt keine Rückkehr in eine solche Welt, wo sich die Frage nicht stellt, und was heißt das für mich? Hat das eine persönliche Resonanz bei mir? Kann ich das annehmen? Es ist also naheliegend und zwingend, dass meine Deutung der Welt zutiefst mit meiner Identität verknüpft ist und sich deswegen die Frage stellt und beantwortet werden muss, was bedeutet das für mich? Bei Taylor gibt es Andeutungen zu einem Umgang mit dieser Frage, dass sie nicht trivial wird. Was hätte ich gerne? Es mag sich ja zunächst nach einer Form von Wellness-Religion anhören. Dann würde meine persönliche Resonanz sich zum Beispiel einstellen bei Schutzengeln und angenehmen religiösen Erfahrungen, aber nicht bei der Forderung nach Kreuzesnachfolge. Das wäre dann mit mir nicht resonant, also würde ich das nicht annehmen. Taylor unterscheidet deswegen zwischen trivialen und nicht trivialen Formen von solcher Authentizität. Trivial ist es dann, wenn es einzig und allein darum geht, dass ich es gewählt habe, weil ich beschlossen habe, dass der Sinn des Lebens, der Sinn meines Lebens darin besteht, möglichst viele verschiedene Bierkrüge zu sammeln, ist das der Sinn meines Lebens. Ich glaube, man merkt sofort, das ist nun schlicht trivial. Taylor würde sagen, es ist dann nicht trivial, wenn ich mich auf einen Horizont beziehe, der größer ist als ich. Das kann der Glaube an Gott sein, das kann der Einsatz für Humanität sein, das können die Bedürfnisse meiner Mitmenschen sein oder was auch immer. Jedenfalls etwas, das dazu führt, dass ich nicht permanent in mir selber kreise. Trotzdem bleibt es dabei, dass dieses Ideal, das zunächst außerhalb meiner liegt und das nicht erst zum Ideal wird, indem ich es annehme, doch auch eines ist, das ich annehmen muss. Davon, dass es da ist, ist es noch nicht meines. Ich muss mir nochmal aneignen und sagen, und das ist jetzt etwas, was ich für mich akzeptiere. Und diese Figur des mich nach außerhalb Verlagerns, mich auf etwas richten, das größer ist als ich, gibt es bei Taylor in einem zweiten Kriterium. Es geht nicht nur um Werte oder um Ideale, die größer sind als ich, sondern es geht auch um einen Bezug auf andere Menschen, die nicht rein instrumentell ist, die sie nicht nur benutzt, sondern wo ich auch diese anderen als andere anerkenne. Also in Taylors Kategorien wäre eine solche Idee der Kultur der Authentizität auch dann trivial, wenn ich die anderen nur für meine Selbstverwirklichung benutze und beschließe, dass sie meinem Glück zu dienen habe und sie nicht auch in den Blick nehme. In dieser Doppelgesichtigkeit von Säkularität und Authentizität sind also in Taylors Schilderung heute die Glaubenden, die Nichtglauben aller Couleur Zeitgenossen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie auf der Suche sind nach einer Deutung der Welt, die für sie plausibel und schlüssig ist, und dass sie auf der Suche sind, nach ihrer je ureigensten Weise ihr Menschsein zu leben.